Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Wir haben mehrere Dinge zu tun, die alle zu einem Fehler zurückführen. Und das ist nämlich dieser hier. Wir müssen hier runter und müssen das Ding mitnehmen, was hier angespült wurde, glücklicherweise, weil wir das schon gemacht haben. Und ja, habe ich schon mitgenommen haben. Das ist unser Steinchen. Wir nehmen unser Steinchen und tun das davon rein. Hä? Wie kriegen wir das jetzt hier weg? So, bleib mal da. Ich brauche meinen Stein. Ach, schaff den Stein nicht. Wolken! Ja, spätestens jetzt wird nämlich der Typ aufgewacht. Deswegen haben wir dieses Grüne da gebraucht. Aber wir haben ja den Typ schon umgebracht. Hat ein bisschen gedauert, aber hat funktioniert. Die anderen haben aber auch öfters ihre Steine aus der Brust rausgeworfen. Der hat gar nicht mal so oft seine Steine aus der Brust geworfen. Jetzt nehmen wir das mit. So, dann stopfen wir das da rein. Und dann können wir nämlich direkt da drüber rennen und können das hier mitnehmen, voll schnell. Und dann ist das alles gar kein Problem. Ob dem Mimir schlecht werden kann? Ich komme jetzt da runter. Okay. ja. Können wir den irgendwo hinwerfen? Nee, wir können den nur abstellen. Nehmen wir unser Steinchen halt mit. Das ist gar kein Problem. Na. Ich hab irgendwo hängen bleiben hier. Oh, was soll denn das jetzt? Mann, Mann, Mann. Mann, hier, ein Aufriss. So, Sonio. Do it. Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt geht's ab hier. Winde von hier, ihr kommt mit mir. Guck mal, wie einfach das jetzt hier ist. So. So, rüber da. Rein da. Guck, guck. Oh, warum ist hier sowas? Okay, irgendwas Schreckliches wartet hier auf uns. Weil da unten konnten wir uns schon wieder heilen. Oh, hier ist das Ei. Mein Ei. Stein Nummer 2. Das ist noch größer als Veldurgar. Der Einfluss des Zwergenkönigs war enorm. Was ihm wohl zugestoßen ist? Das ist ein großes Rätsel. Selbst unter den Söhnen Ivaldis. Mordsugnirs Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Die Dwegradikel, die gleiche Rüstung, auf deren Suche ihr euch befindet. Zwei Zutaten konnte er finden. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn. Oh Gott, Milo träumt gerade. Ist das krass. Milo liegt gerade neben mir und schläft. Und er hat gerade voll geknurrt. Ich habe gerade gedacht, also hier im Spiel knurrt sie auch. Aber... Wir brauchen drei Zugangssteine. Er hat einfach auch geknurrt hier. Konzentrier dich! Läuft doch mit ihm.
Der snackt ein bisschen. Wo ist denn der gefangen? Wir gehen erstmal hier rein. Okay, können wir nicht. Da kommen wir dann wieder zurück, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir müssen hier lang. Ja. Oh, da drüben ist erstmal... Vielleicht sehe ich jetzt gleich erstmal den Drachen. Unser Zwergling hat zwar davon gesprochen, aber wo ist denn der Drache? Hä? Wo siehst denn du hier einen Drachen? Ach da! Okay, wir müssen ihn befreien. Schnell. Da ist er. Oder... Ich weiß es nicht. Herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Okay, wir müssen nur Siegel zerstören. Krass, ey. Okay. Ah, was war hier los? Hm? Ah, uiuiui. Klar. Wo denn? Ah.
Boah, was hier los ist, ey. Also ich glaube, wenn du das morgens spielst, da bist du ja voll wach. Aha. Sieh her. Ja. Ha, schön. Okay, was ist so schön? Sagt einfach nichts. Regin von Konnunsgard. Wie Otre für Verungard wurde Regin zum großen Wächter von Konnunsgard ernannt. Obwohl er von Zeit zu Zeit gegen seine Fesseln ankämpft, füllt ihn seine Aufgabe mit Stolz. Sein donnernder Atem, obgleich höchst gefährlich, ist nur seine Art, diesen Stolz auszudrücken. Bei der wöchentlichen Instandhaltung der Drachenschreine ist jedoch Vorsicht geboten. Regin wird seinen Atem ausstoßen, dieses nicht als Angriff zu verstehen, sondern lediglich ein kecker Zeitvertreib für ihn. Dennoch muss der Bereich sofort verlassen werden, da der Atem tödlich ist. Die Gerüchte des Regens Gegenwart, die Dunkelalben von Alfheim anlocke, sind reiner Humbug. König Mozognir wird uns vor allen Bestien beschützen, so wie er es wieder und wieder getan hat. Genau, ich glaube, kein Wort davon. Ich glaub's irgendwie auch nicht. Dann mal los. Okay. Gib mir das Ei. Ich brauch das Ei. Gott, was geht los? Fresst sie gerne. Ja. Weg hier. Warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung so dringend? Was ist besonders an ihm? Um mich weg, Radika, gibt es viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz gibt. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbedingten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst... Ich sage, mein Sohn. Bin ich bescheuert? Ja. Komm her. Wir müssen jetzt diesen Drachen befreien. Ja, Vater. Tu es.
Los! Gefahr von oben. Episch, Zauber, hohe Bonusaktivierungschance. Schub der Stärke. Regins Feuer. Auf Dorfseite abgeschlossen, okay. So. Neuer Eintrag. Oder unten ist auch was. Regin. Regin wurde vom Zwergenkönig eingefangen und gezwungen, Konnensgard zu bewachen. Das macht er nicht sehr gut. Es sind überall Monster. Aber das passiert wohl, wenn man einem Drachen gegen seinen Willen zum Wächter macht. Der Zwergenkönig muss diese Drachen aus einem Grund gewollt haben. So, jetzt haben wir trotzdem noch nicht die das, was wir eigentlich wollen. Da unten kommen wir jetzt gar nicht hin mit unserer Waffe. Das hätte mich aber jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Gehen wir jetzt hin. Wo gehen wir jetzt hin? Hier haben wir ein Weltentor. Wir schauen mal auf unsere Ziele. Beweisen Sie Ihren Mut? Nein, ich bin nicht mutig. Mozugniers Festung betreten. Das ist halt Schlüssel um in die Festung. Ach so. Ach, ja, stimmt. Wir haben ja die Eier. Wir müssen jetzt zum Eingang zurück. Wir haben ja jetzt die Eier. Wir haben die Eier zum Glück. Dieser Punkt hat uns unweigerlich klar gemacht, dass hier der richtige Weg ist. No, falscher Knopf. Irgendwie waren wir gar nicht da oben. Kommt man denn da hoch? Muss da irgendwo lang klettern? Aha, hier lang. Warum? Ich habe mich verlaufen. Typischer Fall von... Ach! Deswegen haben wir es hier noch nicht runtergeschmissen. Wir schmeißen das mal runter, wir gehen aber nicht runter. Nein, ich gehe wieder hoch. Wer hat es euch gesagt? So, da drüben liegt noch was. Na? Hacksilber, ja, nehmen wir auch. Er wisst schon, wo lang. Mein persönlicher kleiner Zwerg. So, mein kleiner Minimi. Ich bin im Kreis gelaufen. Wer hätte das gedacht? Das war ganz Neues. Komme ich hier weg? Möchte bitte gehen. Na, toll. Ach, da ist ein Tor. Kannst du da drüber, hallo? Machen wir das letzte Ei rein und dann geht's los. Doch, doch. Oh nein! Haben wir Weltenriss erschienen? Nein! Brauchst du gar nicht. Reich mal zusammen hier. Ist er, läuft doch. Die Gegner hier sind stark. Pass also gut auf. Ach Quatsch, ey, das schaffen wir schon.
Das nehmen wir mit, damit es nicht einfach so rumliegt. Achso, das müssen wir auch mitnehmen. Das auch, sonst kommen wir nicht rein. Hä? Wir sind drin. Alles klar. Es geht los. Gelobt sei der König. Ziemlich runtergekommen hier drin. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Vielleicht sieht es im Thronsaal besser aus. Ah. Sieh mal hier, noch eins. Staccato. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8. Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestutzt. So etwas tut er. Mehr als nur Mythen. Okay. Interessant. Die erinnert mich an, wir sind hinzugefügt. Ah, jetzt kommt das. Starkarte. Ein Riese mit 8 Armen, die 4 Schwerter schwingen, bis Thor ihn zerhackte. Warum verschworen sich die Götter gegen ihn? Das werden wir eventuell bald rauskriegen. Sollen wir hier erstmal direkt weitergehen? Aber scheint, als ob hier Ende ist. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben nur noch 2 potenzielle Wege. Oh, episch Zauber. Zuwachsrate von Permafrost und Verbrennung. So, mir irgendwas, was hier rumhängt? Nee. Man munkelt ja schon. Ach, hier kommen wir eh nicht lang. Okay, wir haben nur einen offiziellen Weg. Sie überlegen ja schon, was das nächste Szenario werden könnte von God of War nach Ragnarök. Ich fände Ägypten tatsächlich sehr cool. Da gibt es auch noch ein paar Götter zu schnetzeln. Ich weiß halt nicht, wie Ragnarök ausgeht, aber irgendwann werde ich es ja rauskriegen. Und dann wäre aber trotzdem. Ich gehe davon, also die nordische Mythologie ist ja abgeschlossen, haben sie ja schon gesagt. Was hörst du, Junge? Jammern und Schreie. Sehr viele Leute. Ah, sind bestimmt bloß alte Geister, Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch, höchst sonderbar. Okay, gut. Ich will mal ganz schnell an unsere Fähigkeiten gucken, aber ich glaube, nee, wir können nichts weitermachen. 5, da müssen wir erst aufstufen. Nee, was machen wir jetzt mit unseren ganzen Fähigkeitspunkten? Das ist ja schrecklich. So. Zu den Plätzen. Was haben wir denn hier? Zerstörer Gesundheitsschub. Mehr Brandschaden. Das ist schon sehr cool. Brandschaden ist schon sehr cool. Ja. Abklingzeit, Bonusaktivierung. Das müssen wir mal nehmen, ja. Mehr Betäubungsschaden. Unaufhaltsame Aura. Gewährt beim Ausweichen Geschwindigkeitsschub. Nee. Hohnsegen. Rage-Schub. So. Nee. Gut, das sind unterschiedliche. Ich habe schon gedacht, was das hier so ist. Zu dem letzten. Segen bei der Abklingzeit. Einmal das doppelt? Nö. Runensegen. Nehmen wir irgendwas anderes. So. Widerstand gegen Statuseffekte. Haben wir da irgendwas anderes Cooles? Statuseffekte. Wie nennen Sie denn mit den Statuseffekten?
Ja gut, beim Atreus können wir nicht viel machen. Der ist halt so. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und ich bin mal gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Das müsste doch die Festung sein. Wir sind doch gerade in der Festung, oder? Hier steht aber nichts mit mystisches Tor. Die Festung erkunden. Bis morgen. Tschüss.